Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Witcher 3 mit Paxis. Wir sind immer noch auf der Suche. Er ist, glaube ich, in die andere Richtung gegangen, aber ich wollte erstmal hier lang gucken. Auf der Suche nach Hugo. Ach, schon wieder diese Dinger da. Ich müsste eigentlich mal rasten, weil ich habe keine Schwalbe mehr. Ich habe halt noch. Ich habe auf jeden Fall noch. Rafa, absolutes Weisen, aber. Ich glaube, es ist schon besser, erstmal zu rasten. So. Ja, also wieder nicht gerafft. Das ist das. Aber du siehst es doch. Das ist doch da drüben. Achso, wir können auch selber brennen. Das ist cool. Sehr schön, es funktioniert. Kikimora Krieger! Kikimora! Leg euch was anderes nehmen, mal Art probieren. Und der macht? Haben wir auch lange nicht mehr gehabt. Okay, der Kampf gestaltet sich gerade nicht so schwer, aber wahrscheinlich stelle ich mich auch gerade nicht einfach sehr schlau an und das Ding ist eingefroren, also langsamer. Na! Geralt! Ein Ort der Macht! Na, schauen wir mal, was für einer. Und hier ist eine Leiche. Von einer Frau, oder? Brief an Martina Kriska. Der hat eigentlich seine Kohle mit. Rezept. Der hat ja richtig viel mit. Was ist denn los? Liebe Martina Kriska, Gratulation zur Aufnahme in die Kaiserliche Akademie von Kastel Graubjörn. Gewiss wirst du bald zu den vorzüglichsten Gelehrten dieser Institution zählen. Doch ehe du nach Nilfgaard aufbrichst, möchte ich, der alte Viktor Monner, dich um einen kleinen Gefallen bitten. Du kennst meine Söhne. Als Kinder habt ihr miteinander gespielt. Du weißt also, wie schwierig es ist, sie zufrieden und einander anzuhalten. Ich spüre in meinen Knochen, dass ich dieses Tal der Tränen bald verlassen werde. Doch muss ich mit schweren Herzen gehen, da ich weiß, dass August, Hugo und Lucien einander noch in der Stunde meines Todes an die Gurgel gehen werden. Ich habe meine Brennerei daher in drei Teile zerlegt und bitte dich, meine liebste Martina, diese Teile von meinen Söhnen zu verstecken. Vielleicht kann die gemeinsame Suche nach den Teilen des Wohlstand verheißenden Apparats miteinander verbinden und diesen törichten Zank ein Ende machen. Ich habe zu deiner Entschädigung einen bescheidenen Geldbeutel beigefügt. Ich wünsche dir viel Glück. Och, und dann ist. Wollte die das hier drin verstecken und ist dann gestorben? Das ist aber traurig. Das gefällt mir gar nicht. Wir müssen endlich mal anfangen, die verdammten Bücher zu lesen, die wir noch nicht gelesen haben. Fällt mir wieder ein. Das ist echt sehr, sehr traurig. Ein Ort der Macht. Ich sollte Kraft daraus ziehen. Knappelschwert. Ja, toll, ich brauche keine Fertigkeitspunkte mehr. Gibt leider keine Fertigkeiten, in die ich investieren möchte. Und diese Scheiße bringt mir auch gar nichts. So. Dann holen wir mal Hugo. Nachdem wir leider schon diese Freundin der Familie gefunden haben und die. Warm und feucht. Kikimoras mögen es kühler. Darum bleiben sie wohl auf Abstand. Heiße Quellen? Cool. Ich dachte, das wäre Giftgas, aber scheint heiße Mann, Quellen. Mann, ist das heiß. Ich verbrühe mich. Etwas Schutz wäre nicht verkehrt. Vielleicht ist Quen das Richtige. Hier irgendwas? Krass, hier gibt es ja wirklich irgendwas. Hier gibt es ja richtig viel. Noch eine Truhe und da war auch irgendwas. Ja, alles was
Kohle bringt, ist schon mal gut, weil wir haben ja nichts und wir brauchen ganz viel. Weil wir ja unser Anwesen weiter verbessern wollen. Und hier ist tatsächlich noch was Rotes mit drin. Brennereifilter. Ach so, das ist, was die versteckt hat. Alles klar, Bingo Bongo. Na toll, ich kann also nicht im Wasser Quellen einsetzen. Jetzt sterbe ich gleich. Hätte man mir auch mal vorher sagen können, verdammt nochmal. So, was mache ich denn jetzt? Das muss ich mich ja eigentlich heilen. Erstmal. Weißer Honig. Den brauchen wir nicht. Ich möchte den absolut. So, jetzt gehen wir nochmal rein. Jetzt beeilen wir uns ein bisschen. Ich glaube, ungefähr wenn die Hälfte des Sauerstoffs weg ist, dann ist Quen auch weg. Nehmen wir einfach mal alles mit. Was wir nicht brauchen, verkaufen wir. Scheiße. Nein, der regelrechte Kochen, dieses Wasser. Ich glaube aber auch, das war's. Ich glaube, ist nicht mehr. Okay, außer halt diese Truhe. So, jetzt war's es aber, oder? Ah. Sehr geile Idee mal wieder. Muss ich schon wieder die Entwickler loben. Daran hätte ich gar nicht gedacht, hier mal eine heiße Quelle einzubauen. Okay. Es ist auch eine riesige Höhle, fällt mir gerade nochmal so auf. Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Nein, nicht rein. Och, du Idiot, du Idiot. Ja, komm, wir springen nochmal rein. Es ist so schön lauschig warm hier drin. Mann. Im Sicherheitshalber nochmal quellen, bevor ich wieder reinfalle. Wollte mich nur nochmal hier umgucken. Goldklumpen! Wahrscheinlich auch ein bisschen was wert. Oh, fuck. Da geht's nicht weiter. Jetzt wollen wir aber vielleicht doch mal gucken, wo Hugo ist. Hugo, wie auch immer. Das Blut ist sogar noch feucht. Müssen wir jetzt in die Richtung oder in die? Blutspur. Hugo könnte verwundet sein. Vielleicht haben aber auch die anderen ihn verwundet, fällt mir gerade so ein. Die Bösen. Weil sie nicht mit ihm teilen wollten. Ja, wir sind von hier gekommen. Also hier war die erste Schlacht. Ich hab's doch geahnt, wir müssen jetzt in die Richtung. Katz ist auch gleich wieder alle. Gut, links waren wir ja. Also bis nach rechts, genau. Fragt sich natürlich, warum er in die andere Richtung gerannt ist, aber wie gesagt, ich würde behaupten, seine Brüder haben ihn verletzt. Weil sie nicht mit ihm teilen wollten. Bist du, Hugo? Deine Brüder schicken mich. Ha! Bastarde, Gauner, Hurensöhne. Sie haben sich auf mich gestürzt, konnten mich aber nicht überwältigen. Und jetzt schicken sie einen Gauner, damit er die Sache zu Ende bringt? Ich wusste es doch. Wovon redest du? Ich bin ihnen draußen begegnet. Sie haben von einem Monsterangriff erzählt. Sie haben es nach draußen geschafft, du nicht. Sie schicken mich, um dir zu helfen. Das haben sie dir gesagt? Diese verlogenen Hunde. Das ist gewiss nur wieder eine Lüge. Komm schon, beruhige dich. Was ist hier los? Ich bin Hugo Monarch. Vielleicht hast du von meinem Vater gehört. Victor Monarch, berühmter Cognac-Brenner. Vor seinem Tod haben wir uns gestritten, wer das Familienunternehmen übernimmt. Darum hat Vater beschlossen, uns zur Zusammenarbeit zu zwingen. Er hat seine Brennerei in Teile zerlegt.
Drei davon hat er versteckt und jedem von uns eins der Verstecke gesagt. Als meine Brüder erfuhren, dass mein Teil hier verborgen liegt, haben sie entschieden, dass sie mich nicht mehr brauchen. Sie wollten einen Geschäftspartner weniger. Wortwörtlich. Wir haben gestritten und gekämpft. Der Krach muss die Biester angelockt haben. Die beiden sind zum Ausgang. Ich bin tiefer reingelaufen. Das fehlende Teil könnte mir nicht egal sein. Gehen wir, ich habe das fehlende Teil. Wegen des Teils einer Brennerei bist du hier. Ist es das hier? Ja! Wo hast du es gefunden? Am Grund einer heißen Quelle. Euer Vater hat es wirklich gut versteckt. Dein Lohn. Es ist nicht viel, ich weiß. Aber ich verspreche dir die besten Preise, wenn die Taverne wieder läuft. Ich komm drauf zurück. Gehen wir jetzt. Deine Brüder warten. Warte! Sieh mal da, meine Brüder! Sie haben ein paar Strolche gedungen. Sie wollen mich überfallen. Krass. Das wissen wir nicht. Willst du etwa behaupten, es ist reiner Zufall, dass sie mit Bewaffneten zurückkehren? Sie kommen wegen des letzten Brennereiteils. Töten würden sie mich dafür. Bitte, du bist meine einzige Hoffnung. Töte sie, sonst töten sie mich. Ich soll deine Brüder töten? Na, die vielleicht nicht. Aber die anderen Übeltäter. Meine Brüder, ich weiß nicht. Kannst du sie vielleicht kampfunfähig machen? Ha, wirst du mich beschützen? Heute stirbt niemand. Ich sorge dafür, dass dir nichts geschieht. Ich bring doch wegen eines Familienkrachs um ein paar Ersatzteile niemanden um. Wir gehen darüber. Und dann redet ihr drüber und begrabt den Streit. Aber wenn sie angreifen, beschützt du mich. Ja? Wenn sie unprovoziert angreifen. Gehen wir. Hugo, bist du wohl auf? Wir haben uns Sorgen gemacht. Warum glaube ich das nicht? Hör mal, uns ist klar geworden, dass dieser Krach völliger Unsinn ist. Idiotisch. Dir hätte wer weiß was zustoßen können. Das hätten wir uns nie verziehen. Lucien hat recht. Wir müssen das Kriegsbeil begraben und zusammenhalten, wie Vater es wollte. Ihr sagt, ihr habt gute Absichten, aber was ist mit diesen Männern? Das sind Jäger, die ihr Lager in der Nähe haben. Sie haben uns gesehen und gefragt, ob wir ihre Hilfe brauchen. Du warst ziemlich lange da drin. Mit diesen Männern wollten wir dir zu Hilfe kommen. Naja, wie Jäger sieht's nicht gerade aus. Na schön. Gut zu wissen, dass ihr euch jetzt vertragt. Ich muss dann wirklich weiter. Natürlich. Deine Bezahlung. Wir danken dir für deine Hilfe. Wenn du mal in der Nähe bist, komm in den Schlauberger. Superber Cognac, einer der besten. Mach ich. Bis dann. Du besitzt die Tugend der Weisheit. Ja! Nice! Dass du alle Rittertugenden besitzt. Das heißt, ich kann mir jetzt dieses krasse Schwert abholen. Wie geil ist das denn? Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal. Das ging ja schnell, dass wir ja alle Tugenden gelöst haben. Dann gehen wir jetzt mal schön. Und wir haben dafür gesorgt, dass niemand stirbt. Dann gehen wir jetzt mal schön unser Schwert abholen. Weil es wird ja bestimmt super mega geil sein. Wir kennen das ja, das Prinzip, dass das dann immer alles totaler Dreck ist, diese besonderen Sachen. Und dass man die coolsten Sachen immer findet, wenn man einfach so ein bisschen unterwegs ist. Gucken aber erstmal in dieses angebliche Jägerlager rein, aber es scheint wohl so doch so gewesen zu sein, also Blödsinn, hallo. Scheint aber wirklich doch so gewesen zu sein, wie es die beiden da gesagt haben. Freut mich natürlich, dass sie diesen Familientwist beseitigt haben, warum jetzt die Jäger aber wieder alle weg sind, keine Ahnung. Egal, komm, wir reiten da jetzt nicht erst hin, sondern rennen, wir können eh nicht durch diesen See, durchs Wasser quasi können wir eh nicht reiten. Kann eigentlich Blödsinn auf dem Wasser ebenfalls laufen? Müssen wir mal ausprobieren, das wäre natürlich lustig. Oh, hier kommen wir doch wieder nicht hoch, verdammt. Komm, Gerald, ich glaube an dich. Irgendwie machst du das schon.
Das Tier hoch. Dann hier. Nice. Geralt ist der Coolste. So, jetzt rufen wir erstmal schnell Plötze. Oh, wir können Plötze nicht rufen. Schade. Dann mal ran mit dem geilen Schwert. Du hast gezeigt, dass die fünf ritterlichen Tugenden in deinem Herzen wohnen. Dann gehört das Schwert mir. Ich kann es mir hochholen. Das Schwert gebührt der Hand deines Meisters. Du musst im Kampf über der Wasseroberfläche beweisen, dass deine Künste würdig sind. Bist du bereit? Allzeit bereit. Dann zieh dein Schwert. Au! Mund halten und kämpfen. Den bringen wir jetzt nicht um, oder? Deine Meisterschaft mit der Klinge ist über jeden Zweifel erhaben. Sieh nur, dein Eron liegt. Wir kennen uns schon. Gewiss. Auch der Einsiedler sagte, er kennt dich. Die Dame vom See. Das bin ich. Vergiss nicht, dass du ein Ehrenmann bist, der sich dem Guten verschrieben hat. Deswegen hast du die Klinge bekommen. Nun trage sie. Und ich hoffe, diesmal verlierst du sie nicht. Hä? Habe ich schon mal eine Klinge verloren? Verstehe ich nicht. Wo ist denn der Einsiedler jetzt hin? Ehrendeid. Einfach großartig. Und schon kann man hier drinnen nicht mehr über Wasser gehen. Schade. Die Dame vom See. Es sind auf jeden Fall viele Fische drin. Noch irgendwas? Nee. Tja, dann gucken wir uns doch mal unser neues Schwert an. Ich bin überaus gespannt. Wir haben ja einige neue Sachen, aber die sind natürlich alle Müll. Das waren alles normale Sachen. Oh, krass. Benötigt die Stufe 43. Noch drei Level Trauma da. Das ist ja krass. Oh, plus 100. Krass. Silberschwert plus 100. Was ist denn hier los? Aber es hat keine Sockelmöglichkeiten, sehe ich gerade. Ehrendeid. Jeder Schlag erzeugt Ladungen, die den Schwertschaden um 10 erhöhen. Ladungen gehen im Laufe der Zeit sowie bei erlittenen Schaden verloren. Ein vollgeladenes Schwert bewirkt stets kritischen Trefferschaden. Der Schaden wird um 0 bis maximal 10 je nach Charakterstufe erhöht. Wird ein Gegner mit einem vollgeladenen Schwert getötet, werden die Ladungen zugunsten eines dauerhaft erhöhten Waffenschadens verbraucht. Alter, was für ein Ding. Das nehmen wir natürlich auf jeden Fall. Was haben wir jetzt? Was war das hier für eins? War ja auch ein krasses Schwert. Was auch super viel wert ist. Das werde ich wahrscheinlich verkaufen. Sonst hätte ich es da hingehangen. Aber ich werde natürlich kein teures Schwert da hinhängen in meine Bude. Wie geil ist das denn? Das ist ja cool. Jetzt haben wir ein richtig geiles Schwert. Mit dem wir richtig Fettschaden machen. Schade, dass man es nicht noch... Das ist auch riesengroß, ne? Schade, dass man es nicht noch sockeln kann. Aber okay, man kann nicht alles haben. Okay, jetzt fange ich mal unten an mit den Nebenquests. Papierkrieg. Warte eine Woche und sprich mit Cian Fully. Ich glaube, die Woche ist noch nicht vorbei. Das ist sehr weit weg. Oh! Das heißt also, jetzt gucken wir mal hier noch. Sprich mit Graf. Ah, das ist nicht so weit weg. Dann gehen wir da erstmal hin. Würde ich meinen. Moment.
Dann würde ich sagen, nehmen wir erst das Fragezeichen mit, dann gehen wir zum Graf, dann nehmen wir endlich mal dieses Anschlagbrett hier, dass wir wieder ein paar Fragezeichen bekommen und ja, das war's dann erstmal mit dem Plan. Ich würde sagen, wir machen mal noch schnell. Ist aber irgendwie schade, dass jetzt der Einsiedler hier weg ist, ne? Weil wir das quasi gelöst haben. Das ist irgendwie. Und dass man nicht mehr über den See laufen kann. Ich meine, es war ja aber schon auch eine geile Touristenattraktion. Ich hatte das Gefühl, da wussten irgendwie die meisten gar nicht davon, aber es ist ein total offensichtlicher Platz. Wenn ich hier irgendwo leben würde und ich hätte hier so einen geilen See, abgesehen davon, dass ich hier baden würde, würde ich doch auf jeden Fall mal darüber schwimmen und mir den Spaß da angucken. Dann wäre ich also auf jeden Fall zum Einsiedler gekommen und auch zu dem See auf der Insel, wo man halt drüber gehen kann. Okay, wer hat es umgebracht, nicht mitgenommen? Jäger werden es ja wohl kaum gewesen sein. Gefährlich. Egal, ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.